Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dragon Quest Builders mit Nigoki. Letzte Folge haben wir hier so ein bisschen die Wände geflickt mit Erde. Und die Pilli hat diese Folge bestimmt auch noch ein paar mehr Aufgaben. Da oben rennt sie gerade rum, turnt sie rum auf unserer Ruinenmauer. Ich habe auch rausgefunden, dass man hier speichern kann an der Flagge, wenn man da, also was ist rausgefunden, wiederentdeckt. Und ich habe jetzt den zweiten Speicherstand angelegt. Und das ist jetzt das Let's Play. Der andere ist schon ein bisschen älter, wie ihr gesehen habt. Wir gucken mal, was die Pilli so möchte. Nigoki, kann ich dich was fragen? Ja, klar. Immer läufst du herum und sammelst Sachen vom Boden auf. Bekommst du gar keinen Hunger? Doch. Doch, ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Nanu, nein? Da bin ich bestimmt nicht die Einzige. Das war nicht mein Magen, der da eben geknurrt hat. Immer bildest du dir ein, irgendwas zu hören. Aber egal, sieh mal, gibt es jede Menge Pflaumenbeerbäume? Oh, hier gibt es jede Menge Pflaumenbeerbäume. Pflaumen sind ziemlich klein und man wird davon nicht besonders satt, aber dafür sind sie herrlich süß und saftig. Könntest du mir ein paar Pflaumenbeeren bringen, Nigoki? Das ist ja voll der Zungenbrecher. Pflaumenbeeren bringen? Bitte. Für eine richtige Mahlzeit brauchen wir mindestens 5 davon. Okay, was willst du da kochen? Suppe? Eine Pflaumenbeere ist eine kleine rosafarbene Frucht, die nie weit vom Stamm fällt. Vielleicht solltest du dich umsehen, ob in der Nähe irgend sowas ist. Okay. Gucken wir mal eben, ob wir eine Pflaumenbeere finden. Ich habe jetzt noch keine gesehen, muss ich sagen. Übrigens, ich hatte letzte Runde, als ich mich verabschiedet hatte in der Hütte, hatte ich vergessen zu speichern. Ich habe dann einfach ausgemacht. Und ja, und als ich dann heute wieder laden wollte, war alles weg und ich musste erstmal wieder bis zu der Stelle spielen, als ich die beiden Betten aufgestellt habe und die Fackel. Und das ging aber relativ flott, wenn man einfach nur durchdaddelt. Guck mal, da hinten sind diese Dinger. Aber wie können wir hauen so? Hier ist auch noch so ein blauer Schleim, den will ich auch nochmal hauen. Komm her. Jo, nein, au. Ach cool, der gibt uns auch blauen Schleim. Okay, kann man die so aufheben oder muss man die hauen? Nee, die muss man hauen. So, wie viel wollte sie? 5. Da müssen wir nochmal gucken. Ja, da können wir auch das erste Mal so wirklich ein bisschen hier entdecken gehen. Ist jetzt noch kein großes Eiland, aber man könnte da zum Berg zum Beispiel. Was ist denn das da auf dem Hügel? Sind das da vielleicht noch? Ah, guck mal, hier sind noch welche. Sie hatte ja gesagt, sind nie weit vom Stamm. Also bei den Bäumen werden die rumgammeln. 4 und 5. So. Aber die beiden hier nehmen wir auch noch mit. Der Vollständigkeit halber. Und hier sind noch Schleimse. Schleimi-Boxen. Komm her. Na komm. Ups, aua. Oh, was war das? Nigoki hat jetzt erstmal eine Milchblütenknospe. Wenn ich das richtig gelesen habe in der Kürze der Zeit. Und noch so ein bisschen Heiltrank-Kram. So, sie hat einen Haken. Guck mal, habe ich gesammelt. Hast du viele Pflaumenbeeren gefunden? Ja. 5 Stück. Nee, sogar 7. Kann ich sie haben? Ja. Hier. Hurra, danke Nigoki. Ich muss gestehen, ich habe einen Bärenhunger. Na, hau rein. Hier bitte, die sind für dich. Was denn? Das ist dein Anteil. Du bist doch bestimmt auch am Verhungern, oder? Die Bären sind köstlich. Probier mal. Gib her. Nigoki bekommt allmählich Hunger. Oh, okay. Volles Survival-Game hier. Pflaumenbeeren. Okay, also ich kann die auch essen. Aber wo ist denn meine Hunger? Ach da, diese Brotanzeige. Da oben, aber die ist doch voll. Da muss ich jetzt nichts essen. Und was ist das? Milchblütenknospe. Was macht die? Kann ich nicht irgendwie eine Info dazu sehen? Nee, da kann ich ranzoomen. Mit X? Ups. Scheiße. Ah. Okay. Scheiße. Verschwendet. Okay, aber man kann die pflanzen. Okay, jetzt habe ich es rausgefunden. So, was möchtest du? Ich glaube, du hilfst uns auf jeden Fall, wenn wir deine Quests machen erstmal. Weißt du, Nigoki, ich habe nachgedacht. Du läufst herum und schlägst die Bäume, das Gras und all sowas klein. Und aus den Materialien, die du dabei findest, baust du neue Sachen, stimmt's? Ja. Genau, du hast das Prinzip verstanden, Pilli. Es wäre doch ziemlich praktisch, den ganzen Kram irgendwo verstauen zu können, meinst du? Ja. Sag mir mal, wie man so eine Truhe macht. Das wäre super, wirklich. Schließlich wirst du bald jede Menge verschiedene Materialien sammeln müssen. Okay.
Warum? Nun ja. Das ist ein Geheimnis. Da freut sie sich. Trotzdem solltest du etwas bauen, worin du deine Habe verstauen kannst. Ja, ja, sag mir schon wie. Deine Freundin ist klug, ein Ort, an dem du Materialien, die du sammelst, aufheben und sortieren kannst, wäre gewiss nützlich. Die Göttin hat recht. Ihr habt alle recht. Kannst du dir vorstellen, wie ein Gegenstand aussehen könnte, der diesen Zweck erfüllt? Eine Truhe. Ich möchte eine Truhe. Gib mir eine Truhe. Siehst du? Guck mal. Truhe. Babum, als hätte ich hellseherische Fähigkeiten. Diese stabile Statue, große Zeit. Okay, schön. Und wozu brauchen... okay, wir gucken erstmal an den Tisch. Bestimmt kann man den hier craften. Diese Truhe. Tatsächlich kann man das. Und wir könnten das sogar schon. Ich will mal gucken, was die bräuchte. Stöcker nur. 3 Stück, das geht voll klar. Okay, bauen wir mal eine Truhe. Nigoki stellt eine Truhe her. Wunderbar. Und jetzt sollen wir die bestimmt aufstellen. Ui, du hast eine Truhe gebaut. Kannst du all die Sachen, die du gesammelt hast, da hineinlegen und dann losziehen, um noch mehr zu sammeln? Jetzt war das erste Wort des Satzes. Weißt du, Nigoki, eines habe ich mich schon immer gefragt. Was genau ist diese Welt eigentlich, so ist dieser Welt eigentlich zugestoßen? Okay, sehr philosophisch für Pili. Angeblich soll ein schrecklicher, böser Mann uns das Licht gestohlen haben. Ja, es war Maleficent. Und seitdem kämpfen wir alle um unsere Existenz. Jeder achtet nur noch auf sich selbst und niemand hilft seinen Mitmenschen. Ich finde es jedenfalls total öde, so zu leben. Recht hast du, Pili. Ist blöd. Meinst du nicht auch, es wäre schön, wenn wir diese Stadt wieder aufbauen und alle zusammenleben könnten? Ja, das wäre ein Traum. Das wäre so wunderbar, Pili. Wenn du bei mir bist, erscheint mir alles möglich. Obwohl du mich hässlich findest und meinen Namen scheiße. Wir sollten tun, was wir können, um diese Stadt lebenswert zu machen. Aber dazu werden wir haufenweise Materialien. Ja, du wiederholst dich doch. Deshalb wollte ich, dass du eine Truhe baust. Okay, prima. Blabla. Wir bauen die größte, beste Stadt auf der ganzen weiten Welt. Wir werden überlegen, was wir dafür machen, brauchen und du wirst es bauen. Okay. Du hilfst mir doch, Nigoki, oder etwa nicht? Na klar. Klar, steht doch außer Frage, Pili. Was immer du mir befiehlst. Das ist mir lieb. So. Stellen wir erstmal die Truhe auf. Da können wir nämlich... Stell den mal hier rein. Vielleicht hier zwischen so? Das wäre doch genau ideal. Können wir das machen? Mit X. Zack. Plopp. Cool. Ist doch schick. Und da würde ich mal gleich hier diesen Samen reinschmeißen. Verstauen. Und blauen Glibber? Ich weiß noch gar nicht, wofür ich das brauche. Ich packe das da auch mal rein. Aber ich habe gesehen, da würde ich jetzt auch nochmal gucken, ganz schnell, dass man da noch so neue Sachen machen konnte. Da war nicht nur die Truhe, da war noch irgendwas anderes. Vielleicht habe ich mich auch verguckt, aber... Naja, guck mal hier, Lagerfeuer zum Beispiel. Das kenne ich noch nicht. Was ist denn das? Ein dickes Bündel aus Reisig und Ästen, das hell brennt. Okay, dient als Lichtquelle. Ach, das bräuchte zum Beispiel diesen Glibber. Und das Gute ist, dass... der nimmt den Glibber auch aus der Kiste. Gleich. Ich habe den ja nicht mehr dabei, aber ich könnte den von da verwenden. Das ist ziemlich praktisch. Okay, cool. Und Eichenknüppel. Eine stabile hölzerne Keule, Angriff plus 5. Der Zypressenstock hat Angriff plus 1. Okay, so ein Eichenknüppel wäre auch nicht schlecht. Machen wir nochmal einen. Zack. Er legt den Gegenstand. Okay. So. Dann haben wir mal so einen Eichenknüppel. Ich würde den mal ausrüsten gleich. Mal gucken. Stabile Waffe. Oder vielleicht auf den zweiten Slot packen. Genau. Nee, ist schon richtig. Und jetzt kann ich... jetzt kann ich mit den Pfeilen so auf der... Auf den Pfeiltasten kann ich nach oben und unten switchen. Das ist cool. Also könnte ich so kämpfen und so abbauen. Machen wir mal noch ein bisschen. Eigentlich könnte ich auch gleich weitermachen, aber so vielleicht ein paar Stöcker sammeln. Die brauchen wir jetzt wirklich für immer mehr Sachen. Zack. Kann ich auch so einen ganzen Baum? Nee, ne? Nicht mit so einem kleinen Stock, glaube ich. Und noch ein paar kleine
weiße Blüten. Weiße Rosen. So. Mit dem Knüppel. Komm her. Es geht aber. Ein bisschen Schleim herangebracht. Und da sind noch kleine so eine Teufel. Ich will mal gucken, die müssen auch irgendwas droppen. Komm her. Komm. Oh, oh, der holt gleich seine Freunde. Au, lasst mich. Los, geht rauf. Sehr gut. Oh, da ist noch einer. Los. Aber die droppen. Was droppen die? Pfirsiche? Was ist das? Korallinienknospen, okay. Die hebe ich mal auf. Guck mal, da ist noch so ein Ding. Und ich kriege jetzt tatsächlich so langsam Hunger. Jetzt fehlt schon so eine kleine Ecke an dem am Brot da oben rechts, links. Komm her. Ich mobb dich einfach weg. Hast du mich? Nee? Komm her, nimm mal was so. Okay, der hatte nichts. Da ist noch einer. Spawn die nach. Was ist das? Okay, ich habe ganz schön viel Energie verloren. Ich habe noch so eine Salbe. Ich nehme die mal. So. Okay, haben wir gleich mal ein paar Monster. ein paar Monster gedasht. So. Okay, gehen wir mal zurück und fragen Pilli, was sie möchte. Sie hat bestimmt das nächste von uns. Ja, ja, hat sie auch. Na, Pilli, Pilli. Zeig mal her. Achso, eine generelle Sache. Ich weiß nicht, wenn euch das stört, wenn ich hier alles vorlese, dann sagt Bescheid. Ich dachte, ich lese mal vor, also, was die so erzählen. Ist auch für mich einfach fürs Verständnis. Und sonst bin ich eigentlich jemand, der relativ schnell da durchklickt und nicht jeden Dialog lese sonst. Aber ich finde das eigentlich schön. Könnte man ja mal machen. Ich meine, das ist ja auch relativ witzig gestaltet alles. Sagt mir gerne, was ihr davon haltet. Es wird bestimmt eine Heidenarbeit, hieraus eine riesige Stadt zu machen. Ja, aber wir schaffen das. Das wird toll. Ich kann sie mir schon richtig vorstellen. Da gibt es eine Kneipe, wo wir uns besaufen und eine Diskothek. Da können wir abdancen, da können wir unsere Füße abshaken. So, kann ich dir irgendwie dabei helfen? Zum Beispiel könnte ich doch versuchen, etwas zu bauen. Es wäre ziemlich hilfreich, nicht wahr? Ja, wenn du glaubst, du kannst das. Aber wenn ich Sachen bauen will, werde ich einen Arbeitsraum brauchen. Genau wie auf dieser Skizze. Oh, eine Skizze. Cool. Nigoki, kannst du mir einen Raum bauen? Wie den ich gezeichnet habe? Bitte, bitte, bitte. Oh, cool. Das ist cool. Anscheinend wurde Pilli von deinem Beispiel inspiriert und möchte nun selbst etwas bauen. Du kannst Pillys Bauplan auf dem Boden ausbreiten, indem du X drückst. Durch Drücken von Minus kannst du den Plan genauer ansehen. Um einen Bauplan zu verenden, musst du alle erforderlichen Gegenstände genau wie angezeigt platzieren. Gib Acht, dass die Räume, die du baust, innerhalb der Grenzen deiner Siedlung liegen, sonst erkennen die Bewohner deiner Stadt sie nicht. Okay. Als Werkbank könntest du den Steinmetztisch bei der Flagge verwenden. Du musst wahrscheinlich ein bisschen dagegenhauen, bevor du ihn... Ah, okay, du kannst ihn auch bewegen. Ach, und der Raum braucht eine Tür, durch die man hinein und hinausgehen kann. Und eine Lichtquelle. Aber solche Sachen kannst du aus einfachen Materialien bauen, nicht wahr? Ja, okay, wissen wir schon, wie das geht. Das ist entweder eine Fackel oder so ein Lagerfeuer. Igoki erhält Pillys Skizze. Mal gucken. Vielleicht können wir das irgendwie fancy da hinknallen. Strohtür. Ah, eine Strohtür können wir jetzt machen. Cool. Noch was? Noch was? Komm her. Nee, nur eine Strohtür. Ist neu. Und Truhe. Okay, gucken wir mal nach dem Bauplan, was der so will. Mit X wahrscheinlich. Oh, okay. Ist relativ groß. Ist relativ groß. Man könnte den entweder hier hinpacken, aber das wäre irgendwie so simpel. Ich habe überlegt, ob man nicht vielleicht, aber ich habe noch keine Treppe, ne? So richtig. Man müsste das hier als Gang benutzen vielleicht. Ich überlege, ob ich hier vielleicht so ein Dach raufziehe, so erstmal mit Erde raufkloppe, vielleicht das hier alles weghaue und dann mit Erde da so ein Dach raufkloppe und das dann hier gleich oben hinpacke so und dann vielleicht so eine Treppe da runter. Das wäre vielleicht cool. Das machen wir mal. Es dauert zwar vielleicht ein bisschen, aber versuchen wir mal. So, erstmal das hier weg. Und dann würde ich mal einfach auf die Waffe wechseln und das hier weghauen alles. Ich hoffe, dass die Steine sich auch entfernen lassen. Ja. So, dann machen wir hier so ein... Erstmal einebnen. Wer ist das? Achso, das ist Pilli. Es wird dunkel.
Ach, im Dunkeln sollten wir mal reingehen. Ich würde aber nochmal eher ganz fixi-mixi speichern. So, zack, speichern. Spielstand 2. Ja. Supi, danke. Und dann erstmal schlafen gehen. Die Pille ist auch schon schlafen. So. Schlafen. Ich weiß nicht, ob der auch beim Schlafen speichert. Wahrscheinlich nicht. Süß aber. Ah, guten Morgen. Guten Morgen. So. Genau, zurück zu unserem Vorhaben. Ich würde dann hier erstmal, okay, Steine noch weg. Jetzt habe ich die Keule dafür. Geht aber auch. Geht sogar gut. Macht irgendwie keinen Unterschied, oder? Ob ich die Keule nehme oder den Stock? Es sind immer 2. Nee. Der Stock ist auch 2, ja. Okay. So, jetzt haben wir das weg. Jetzt ist das hier eine Ebene. Dann würde ich gucken, dass man hier vielleicht erstmal... Okay, okay, erstmal hier so die gröbsten Sachen zumachen. Wir haben jetzt so ein bisschen Erde. Dann stopfen wir das erstmal mit Erde voll. Ups. Ich weiß nicht, ob man das dann später vielleicht auch noch austauschen kann. Bestimmt, ne? Dass man da schöneres Material bekommt. Aber soweit habe ich nie gespielt. Ich habe halt wirklich... Im Solo-Play, als ich das geholt habe hier, habe ich das halt wirklich eine ganze Weile angetestet und fand es toll. Aber dann irgendwie ist es eine Weile lang untergegangen. Nach unten können wir es auch legen, ne? So, genau. Weil ich andere Sachen gespielt habe und ja, jetzt habe ich es halt wieder rausgeholt. Schön, ist cool. Das Prinzip ist auch nicht verkehrt so. Also es ist relativ intuitiv. Mit dem Bauen und... Ne, genau. Wir müssten das Dach unten. Und hier. Und dann würde ich hier dann einfach zumachen, so. Oh, scheiße, jetzt bin ich reingefallen. Ich hoffe, ich komme noch hoch. Ja, hier. So. Ja, wir machen gleich bei Pilli weiter. Erstmal hier noch schnell die Umrandung fertig. Und das müssten wir dann da auch ein bisschen einebnen. Ich hoffe, sie kommt dann da hoch, dann später, wenn ich ihre Küche hier hochsetze. Aber hier ist genug Platz und dann haben wir halt unten noch so ein bisschen mehr Platz für anderes Zeug. Wir müssen jetzt nicht gleich alles unten vollbauen. Und soweit ich das verstanden habe, greifen die Monster ja auch an irgendwie und das muss ja auch einen sicheren Ort geben. Und ich habe das Gefühl, dass je weiter oben, desto sicherer. So. Können wir das da einfach rübersetzen erstmal? Ja, okay. So haben wir natürlich unseren Spot zugebaut, wo wir hochgehen normalerweise. Und ich weiß auch nicht, ob so ein... Also ich weiß, es gibt später so eine richtigen Treppen, die man machen kann, wo man dann quasi von da unten aus rechts dann hier eine Treppe hochsetzen könnte und dann quasi den Eingang da zur Küche hätte oder so. Oder auf die Ebene zur Küche. Und jetzt würde ich hier erstmal so ein Dach aufklatschen, oder? Ja. So ein bisschen. Also... Was ich wirklich sagen muss, ist, die Musik zu Dragon Quest Builders. Ich spreche jetzt mal aus, ist relativ lame. Ich finde es ein bisschen dudelig und ich höre gerne Musik, wirklich gerne. Und in ganz vielen Varianten. Ich meine, es ist catchy und so und vom Videospiel okay, aber es ist jetzt nicht, es sollte kein Oscar gewinnen. Ich hate das nicht, aber es ist auch nicht die Krönung der Videospiele, Spielmusik. So, ein bisschen Erde bräuchten wir noch, wir haben gar nichts mehr. Vielleicht sammeln wir einfach mal von außen was. Aber bevor wir das machen, gucke ich mir doch nochmal an, was Pilli möchte. Guck mal, die freut sich schon, die kommt auf jeden Fall da hoch. Auch ohne Treppe. Hallo Nigoki, wie kommst du mit deinem Arbeitsraum voran? Ja, ich komme bestimmt sicher bald. Bau ihn genau wie auf meiner Skizze, hörst du? Platziere den Bauplan auf dem Boden, indem du X gedrückt, naja, das haben wir schon gemacht, stellst du dich darauf, siehst du, welche Gegenstände nötig sind, okay. Achso, wenn ich Minus drücke dann, okay, das muss ich mir merken, das ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Ein Bauplan geht erst als vollständig, wenn sämtliche Gegenstände genauso platziert wurden, wie sie eingezeichnet sind, okay. Um das Lagerfeuer zu machen, das Pilli gezeichnet hat, benötigst du eine bestimmte Menge blauen Glibber, den haben wir eh schon.
kannst du von Schleim kriegen, hat sie wahrscheinlich gesagt. Jetzt, mein Kind, schlage auf den Steinmetztisch ein, um ihn vom Boden zu lösen. Platziere ihn gemäß des Bauplanarbeitsraums. Ja, okay, das mache ich alles zu seiner Zeit. Hetzt mich doch nicht so, Leute. Die Göttin ist so ungeduldig. So, okay. Wir sollen den Arbeitsraum fertigstellen. Mehr will sie nicht von uns. Okay. Dafür brauchen wir erstmal Erde. Ich will jetzt erstmal ein Fundament haben überhaupt für den Arbeitsraum. So, jetzt bashen wir hier mal sinnlos ein bisschen. Was heißt sinnlos? Wir machen Terraforming. So ein bisschen die Blöcke weg. Zack, zack. Weg mit euch, ihr Blöcke. Ihr fiesen, miesen Blöcke. Hier noch. Aber es geht auch relativ fix mit dem Sammeln. Und es ist ganz ehrlich auch nicht so wild, wenn jetzt hier so ein Knüppel kaputt geht. Aber ich frage mich, ob es da noch Werkzeuge gibt, die das irgendwie ein bisschen effektiver machen, die das zum Beispiel zu One-Hit abbauen würden. Entschuldigung, ich muss mich ein bisschen räuspern. Oder die das eventuell schneller machen, keine Ahnung. Oder mehr gleichzeitig. Oh, ich sollte mich nicht hier drunter graben einfach. Das fände ich so gut. Könnte ich zwar machen, ich wüsste aber nicht wofür. Vielleicht als so kleinen Unterschlupf. Aber wir haben hier gleich die Hütte in der Nähe. Da brauchen wir auch keinen Unterschlupf. So. Zack. Bisschen Sprung schlagen. Das ist hier Skill. So. Ja. Nein. Da bin ich runtergerutscht. So, jetzt haben wir 94 Erde. Ich glaube, das ist erstmal okay. Komm hier, dich nehmen wir noch mit. Bap. Wieder so eine Zwiebel. Ist auch nicht schlecht. Ich werde das mal gleich wegpacken auch, das Zeug. Ich muss ja nicht alles rumschleppen. Korallenknospe verstauen und diese Milchblütenknospe verstauen. Und das brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Das auch nicht. Guck mal, 17 weiße Blütenblätter haben wir. Könnten wir auch mal verarbeiten. jetzt schon voll viel zu tun eigentlich. Aber hier können wir noch ganz gut hochhüpfen. Okay. So. Hier erstmal zustopfen. Es wird schon wieder dunkel. Kann ja nicht sein. Stopf. Guck mal, Billy, ist das schön. Ich mache hier Dach. So ein flaches Ding. Aber ich hoffe, dass man da noch irgendwie... dass man die Kamera dann auch noch in dem Raum da drunter irgendwie benutzen kann. Das wäre dolle praktisch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das geht. Vielleicht könnte man auch noch so einen Aufgang machen irgendwie. Von innen. Anstatt von außen. Ich meine, es ist ja doch eher nur so ein Dreckhaus gerade. So ein ekliges. Ah, ich weiß, dass man das später austauschen kann. Also es würde ich dann auch gerne tun, wenn es soweit ist. Aber das Dach frisst doch ganz schön viel Erde. Aber im Grunde ist das Prinzip. So kann man ganz gut erstmal Kastenhäuser bauen. Einfach die Wände hochziehen, wie man es halt macht. Und dann hier so ein Dach sich langschlängeln. So ein Flachdach wenigstens erstmal. Weiter sind meine Erfahrungen noch nicht gegangen tatsächlich mit dem Hausbau. Ich habe gesehen auf Bildern natürlich und in anderen Videos, dass man richtige Dächer bauen kann und richtige Häuser. Und das ist cool. Ich würde mich gerne dahin auch noch entwickeln, dass das so passiert. Okay, man hat hier so eine bisschen... Ah ja, das geht aber. Das geht voll klar. Es ist eigentlich voll süß. Ist wie so ein kleiner Raum. Voll schön. Ich könnte die Küche hier eigentlich schon reinmachen. So. Aber nö. Ich will sie oben drauf setzen. Okay, dann würde ich jetzt erstmal, jetzt haben wir genug Platz hier. Jetzt können wir uns mal den Plan nochmal auswählen. Ja, das passt auch super hin. Die Tür ist da. Vielleicht machen wir hier, genau, so in die Ecke. Wie kann ich das setzen? Mit X wahrscheinlich, ne? Okay, das ist schön. Zack. Okay. So, jetzt bin ich drauf. Ah ja, okay, es wird mir eh angezeigt. Mit Minus kann ich jetzt gucken. Okay. So, das geht aber klar. Das ist voll süß gemacht eigentlich. Es hat eine Strohtür, so ein kleines Lagerfeuer, eine Truhe und den Bautisch.
und 2 Meter hohe Wände. Zwei Blöcke hohe Wände. Ach ja, da rechts ist ja auch genau das, was wir brauchen. Erde, Lagerfeuer, Steinestisch, Strohtür. Okay, schön. Gut, dann Erde haben wir schon so ein bisschen. Da können wir erstmal anfangen mit dem, was wir haben. Wenigstens mal den Grundstein legen. So, wir machen das mal auf gewohnte Art. Ich kann so ganz gut bauen, wenn ich draufstehe, weil der dann in einer Linie geradeaus läuft. Das ist für die Kamera ganz angenehm. Das blinkt auch jedes Mal jetzt, wenn wir den richtigen Stein setzen. So. Und so. Und so. Zack, zack, zack. Ich mag Baupläne. Das ist ein bisschen so wie ausmalen. Das beruhigt mich so irgendwie. So schön. Jetzt müssen wir noch... Es hat genau gereicht für eine Fuhre. Jetzt bräuchte ich mal im Grunde... Wie viel waren das? 24? Keine Ahnung. Dann hole ich mal den Tisch schon. Den können wir eh schon verwenden. Ist egal, wo der steht. Mit der Keule würde ich dagegen hauen vielleicht. Das geht aber. So. Haben wir den Tisch. Den stellen wir gleich mal rein. Huch. Ah, nee, so. So, dann können wir den hier hinknallen. Zack. Cool. So eine Truhe. Achso, der Tisch ist ja jetzt hier. Ja, Genau, dann können wir gleich mal gucken. Eine Truhe können wir schon machen. Genau. So, bauen. Dann haben wir die. Und das Lagerfeuer können wir auch machen. Bauen. So. Die Strohtür, da fehlt uns noch Halmkraut. Und noch so ein Ast. Okay. Dann hier erstmal das Lagerfeuer hin. Und hier die Truhe. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Erde, Halmkraut und Holz. Aber es ist dunkel, wir sollten schlafen gehen. Jetzt kommen die Monsters. Nee. 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 Hab ich jetzt durchgemacht? Nee. Ich würde gerade sagen, wird's wieder hell? Was ist los? Ich habe mich jetzt doch mal hingelegt noch. Ja. Okay. Also, ihr wisst ja, was wir vorhaben. Zurzeit bauen wir einen Werksraum, eine Werkstatt für die Pilli und auch für mich. Das ist, jetzt wo ich das gerade sehe, da bei der Pilli ist ganz schön dunkel, da können wir noch ein paar Fackeln reinstellen. Aber ich würde sagen, das machen wir nächste Folge. Und ich bedanke mich erstmal, dass ihr dabei wart. Es fängt an, mir sehr Spaß zu machen. Ich habe schon so ein bisschen Ideen, was ich gerne machen möchte, so in der Zukunft. Und wie das Ganze aussehen soll. Und mal gucken, wo es sich hinentwickelt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ich wünsche euch was. Einen schönen Tag. Tschüss.